70% des gesamten österreichischen Anlagevermögens besteht aus Gebäuden. In der EU fallen darauf 40% des Energieverbrauchs, 50% aller Transporte, 35% der Abfälle, 30% der CO2-Emissionen. Ich frage mich, warum Bauherren heute sich damit abfinden, mit Produktivitäten zu arbeiten, die 30, 40 Jahre alt sind. Wir kaufen heute Autos, wir kaufen Zahnbürsten, deren Produktivität im Produktionsprozess sich verdoppelt hat. Bei den Gebäuden akzeptieren wir, dass wir Ergebnisse bekommen wie in den 70er Jahren. Das kann so nicht sein. Wir können es uns schlichtweg nicht leisten, so weiterzumachen wie bisher. Rund 80% der Kosten eines Gebäudes liegen in der Bewirtschaftung. Beeinflussen können wir das nur zu Beginn eines jeden Projekts. Die Bauindustrie steht vor ihrem bisher größten Umbruch, der alle am Bauprozess beteiligten Bereiche betrifft. Vom Bauherrn über die Planung, die Errichtung, die Bewirtschaftung und die Finanzierung des Gebäudes. Gefragt sind eine ergebnisorientierte Organisation, integrale Planung und eine lebenszyklusorientierte Vorgehensweise. Der lebenszyklusorientierte Prozess eines Bauprojekts startet mit der Phase der Strategie und führt nach den Phasen Initiierung, Planung, Ausführung, Nutzung und Rückbau zum Ende des Objektlebenszyklus, nach welchem wieder Raum für eine Neuentwicklung am Standort geschaffen ist. Dies gilt für Neubauten ebenso wie für Revitalisierungen. Die Lebenszyklus definiert unüblich zu den bisherigen Planungsprozessen eine Strategiephase und eine Initiierungsphase zusätzlich, neu. Eine Phase, in der sich der Bauherr klar werden muss, was er denn eigentlich will. In der Strategiephase übersetzt er die unternehmerische Vision in eine Gebäudevision. Er muss sich klar werden, was er eigentlich will, was er sich leisten kann und er muss sich klar werden, wie er das Projekt aufsetzen will, wie er es organisiert. Ein Bauprojekt ist eigentlich ein Unternehmen auf Zeit und das muss dem Bauherrn in dieser Phase klar werden. In der Initiierungsphase geht er jetzt dann einen Schritt tiefer und sondiert innerhalb des Unternehmens, was er denn organisatorisch braucht. Das heißt, er geht rein in die Aufbauorganisation, in die Prozesse, er schaut sich Mobilität von Menschen an, er schaut sich an, wie eigentlich gearbeitet wird. Das ist etwas, was in Produktionsprozessen schon recht üblich ist, was aber sehr oft zum Beispiel in Verwaltungsgebäuden oder in Mischimmobilien überhaupt nicht gemacht wird. Und das sollten wir tun. Genauso muss er kulturell hineingehen, er muss sich dort ein klares Briefing erarbeiten, das man Nutzerbedarfsprogramm nennt. Wir nennen es auch gern Bestellqualität, die abgesichert werden muss. In dieser Initiierungsphase bringt er also auf den Punkt, was er braucht. Und auf der anderen Seite muss er sich klar werden, wie er sein Projekt organisiert. Das heißt, als Unternehmen auf Zeit baut er eine Aufbauorganisation auf, besetzt die Schlüsselpositionen, die Management-Ebene, die Ebene letztlich, wo das Unternehmen gesteuert wird, mit den verschiedenen Abteilungsleitern, könnte man sagen. Und im dritten Punkt muss er natürlich die Finanzierung organisieren. Wenn er also weiß, was er will, Bestellqualität, wenn er sein Unternehmen organisiert hat, Aufbauorganisation, die Schlüsselpositionen besetzt, wenn er sich die Frage gestellt hat, mache ich es selbst oder vergebe ich es fremd, und wenn er die Finanzierung geklärt hat, dann kann er eigentlich in sein Bauprojekt hineinstarten. Die Planung ist ein ganz wesentlicher Bestandteil im Gesamtprozess einer lebenszyklusorientierten Immobilie. Sie setzt die perfekt gemachte Bestellqualität so weit um, dass bei der Transformation in das physische Bauwerk ein Optimum herauskommt. Und
dabei müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass dieses Nebeneinander, was wir jetzt 70 Jahre lang machen, oder noch schlimmer hintereinander, von Architekten, Ingenieuren, Brandschutzleuten, Bauphysikern etc. zu einem Miteinander von der ersten Sekunde an wird. Wir haben die Aufgabe, im Rahmen der integralen Planung zu jenen Prozessen zu finden, die uns der Rest der Industrie vormacht, nämlich dass alle am Planungsprozess Beteiligten von der ersten Sekunde an miteinander arbeiten und nicht mehr hintereinander oder gegeneinander. In der Ausführungsphase werden jene Dinge in die Realität umgesetzt, die in den ersten Phasen vorkonzipiert, auf Machbarkeit überprüft und geplant wurden. Im Anschluss, und erst die fünfte Phase in unserem Prozessmodell, kommt es zur Nutzung des Gebäudes. Und die Nutzungsphase ist die mit Abstand am längsten dauernde Phase. Die letzte Phase unseres Prozessmodells, also die Phase am Ende des Lebenszyklus, stellt den späteren Rückbau dar. Wenn eine Revitalisierung, das heißt eine zukunftsorientierte Nutzung des Gebäudes, wirtschaftlich nicht mehr möglich ist, dann braucht es einen geordneten, lebenszyklusorientierten Rückbau, der die maximale Wertstoffsicherung des Gebäudes bringt. Besonders in der langen Phase der Nutzung braucht es eine nachhaltige Bewirtschaftung. Dazu ist eine Balance zwischen Betriebskostenoptimierung auf der einen Seite und maximaler Werterhaltung der Immobilie auf der anderen Seite notwendig. Betrachtet man die vielen verschiedenen Beteiligten eines Bauprojektes, eines lebenszyklusoptimierten Bauprojektes, so entsteht eine sehr hohe Komplexität, die nur auf dem Fundament einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit aufgelöst werden kann. Nur im Schulterschluss von Technik und Recht lassen sich die gewünschten Ergebnisse erzielen. Für ein lebenszyklusorientiertes Vorgehen braucht es daher in jeder Phase die richtigen technischen Entscheidungen, aber auch die richtigen Verträge. Integrales Planen und integrale Verträge sind damit beide gleichberechtigte Voraussetzungen für den Projekterfolg. Aus kaufmännischer Sicht ist es wichtig, dass wir die Funktion des CFOs, dessen, der die monetäre Seite und die kommerzielle Seite des Projektes begleitet, stärker in die Projekte spiegeln, dem CFO einen Platz in der Projektorganisation zuweisen oder ihn dort vertreten können, damit wir die derzeit noch gegebene Verunsicherung zwischen Finanz- und kaufmännischen Linienfunktionen und dem Projekt so auflösen können, dass wir effizient beschaffen, was der Kernprozess braucht.